Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir nähern uns immer mehr mit schnellen Schritten der heiligen Fastenzeit. Evo se više i sve brže se brzim koracima se približavamo vremenu posta. Heute haben wir den Sonntag des jüngsten Gerichtes. Danas smo imali nedjelju strašnog suda. Zugleich beginnt dann morgen auch die Butterwoche, das heißt, ab morgen essen wir bis Pascha kein Fleisch mehr, keine tierischen Produkte. I od sutra počinje sirna nedjelja ili tako reći od sutra ne jedemo mesa do Vaskrsa. In dieser Woche ist alles gestattet außer Fleisch. U ovoj nedjelji je svakog dana dozvoljeno sve osim mesa da se jede. Ja, dieser Sonntag, er ist gleichsam der erste Höhepunkt unseres Predigtkreises, den wir begonnen haben vor einigen Wochen. Ova nedjelja je vrhunac svih ovih beseda koje smo počeli pre par nedjelja da besedimo ovde. Erinnern wir uns, zuerst haben wir uns um die Demut gekümmert. Prvo smo pričali o smirenju. Die Demut, die uns dann zur Metanoia, zur Umkehr führt. Smirenje koje nas vodi onda pokajanju. In welcher Heil geschieht. Die Demut und die Umkehr sind die Garanten des Heiles. I samim tim dobijamo isceljenje, smirenje i pokajanje nas vodi isceljenju. Heute nun führt uns die Kirche einen Schritt weiter. Danas nas crkva vodi jedan korak dalje. Denn die Umkehr führt uns zur Liebe. Zato što pokajanje nas vodi ka ljubavi. Und das ist auch das Thema des heutigen Evangeliums. I to je tema današnjeg evanđelja. Die Liebe. Ljubav. Und was haben wir gehört? Die Menschen kommen zu Christus beim jüngsten Tag und zu einem sagt er, kommt zu mir, zu den anderen gehet von mir. I kao što smo čuli u evanđelju, jedima je rekao dođite k meni, drugima je rekao idite od mene. Die Gutes getan haben, Kranke besucht haben, Hungernde gespeist haben und so weiter, dürfen zu ihm kommen. Oni koji su činili dobro, onima koji su bili gladni, žedni, nagi, smeli su da priđu njemu. Die anderen, die das nicht getan haben, müssen zur Hölle. Oni koji nisu to činili, morali su da odu pakao. Und sie fragen, beide Gruppen fragen, warum Herr, wir haben dich weder nackt noch im Gefängnis gesehen, noch im Krankenhaus. Oni kažu, jedni drugi su pitali, zašto Gospode, mi tebe nismo videli ni golog, ni žednog, ni nagog, ni u zatvoru. Und er sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. A onda on kaže, ono što učiniste najmanje mojoj braći, meni učiniste. Also es geht in unserem christlichen Leben um die Liebe. Kao što vidimo, ovdje se radi o našem, hrišćanskom životu, to jest ljubavi u hrišćanskom životu. Ich habe schon oft darauf hingewiesen, als ich noch klein war, das Evangelium gehört habe, habe ich gedacht, na wie kann das sein, er fragt nicht nach dem Gottesdienst, nach der Liturgie, er fragt nicht nach dem Gebet, er fragt nicht nach dem Fasten. Još kao dete sam razmišljao o ovome evanđelju, kako Gospod ne obraća ovde pažnju o onome ko je postio, ko se molio, ko je išao u crkvu, ko se pričešivao. Er fragt nur nach der Liebe, den Liebestaten. A on pita, ovde govori samo priča o delima ljubavi. Heute verstehe ich es, damals war es ein bisschen komisch. Danas razumem, tada mi je bilo malo nerazumno. Und in der Tat, die modernen Gutmenschen, wenn sie das Evangelium hören, sind in Frieden und in Ruhe. I u suštini, kada i moderni čovjek današnje evanđelje čuje, on ostaje miran i zadovoljan. Sie spenden ab und zu etwas. Oni sebe na vreme nešto doniraju. Sie gehen auch einen Kranken vielleicht besuchen. Možda i odu da posjeti nekog bolesnog. Und meinen, sie seien im Evangelium genannt, wenn es heißt, kommt zu mir. I onda oni misle da su to oni, da su oni ti koji su tada u evanđelju pozvani da dođu Hristu. So wie es heute heißt, Hauptsache ein guter Mensch. Kao što se danas kaže, uglavnom da budem dobar čovjek. Sie begehen einen großen Irrtum. To je jedna velika ludost. Denn wenn Christus von der Liebe und diesen Liebestaten spricht, meint er nicht, dass ich irgendwo einem Armen etwas gebe oder jemand mal ein Kleidungsstück gebe. Kada Christus govori o ljubavi, ne misli se samo da nekome siromašu nešto me damo ili da je u pitanju hrana ili odeća.
sondern es geht ihm um die wahre Liebe. Nego se ovde radi o jednoj istinskoj ljubavi. Es geht ihm nicht um die Pseudoliebe. Ne o nekoj lažnoj ljubavi. Eine falsche Liebe. Pogrešnoj ljubavi. Sondern es geht ihm um die wahre Liebe, wie er sagt, wer sein Leben für den Nächsten hingibt. Keiner hat eine größere Liebe. Nego se ovde govori o jednoj istinskoj ljubavi, to jest onoj žrtvi koji položi život svoj za brata svog. To je najveća ljubav. Die Väter, so habe ich immer wieder auf dem Heiligen Berg auch gehört, sagten, die Hölle ist voll mit guten Menschen. Sveti oci, koji sam na Svetoj Gori učio i slušao, su govorili da je pakao pun sa dobrim ljudima koji su imali dobru nameru. Und es ist verständlich, denn im Evangelium weist Christus darauf hin, wo die Liebe hinzielt, das Ziel der Liebe. Zato što u suštini jeste tako, to je istina, Hristos ovdje u Evanđelju ta što zna i napomenjam gdje je cilj te ljubavi, gdje nas vodi ta ljubav. Nämlich er selbst. Er ist das Ziel dieser Liebe. To jest on sam, on je ta ljubav. Nicht der Mensch. Ne čovjek. Und so sagt er, was ihr den geringsten, das habt ihr mir getan. Er ist das immer. Kada se misli, kada kažeš da se najmanjem od moje braće, adli, meni ste učinili, znači to je, on je taj cilj. Und jetzt schauen wir diese Menschen an, die vor ihm stehen, die ihn versorgt haben, die ihn besucht haben und so weiter. Da pogledamo sad ove ljude koji su se brinuli o njemu, koji su dolazili njemu. Wenn er von ihnen spricht, kada priča o njima, wir das ganze Evangelium betrachten, kada pogledamo čitavo evanđelje, dann meint er bei diesen Leuten, die einen, die gegeben haben, sie haben alles gegeben. Das ganze Geld, das ganze Vermögen für die Armen. On misli na one ljude koji su sve što su imali, čitalo svoje bogatstvo, sve što su imali, su podelili sirotinji. Und die andere besucht haben, sie haben ihre ganze Zeit, ihr ganzes Leben hingeschenkt. A oni koji su išli druge da posećuju, da ih vide, to su oni ljudi koji su čitao svoj život posvetili tome. Erinnert euch im Tempel, als der Reiche oder die Reichen Geld opfern und da kommt die arme Witwe und ihr gibt ihr ein kleines Schärflein, eine kleine Münze. Sjetite se onoga evanđelja kada ljudi daju u hramu, u Jerusalimu, kada daju priloge, svi daju od svog suviška, ali zaista samo je udovica dala sve što je imala, one dve lepte što je imala. Wen lobt er? Koga hvali tu Gospod on? Der die Millionen reinsteckt. Ono ko je dao milione? Nein, er lobt diese eine, die eine kleine Münze gibt. Ne, on je pohvalio onu udovicu koja je dala dve lepte. Und warum? Weil sie alles gibt, was sie hat. Zašto? Zato što je ona dala sve što je imala, posljednju paru. Also das sollten wir, wenn wir das heutige Evangelium im Hinterkopf haben. Tako da kada današnje evanđelje slušamo, moramo imati to u pozadini. Er meint nicht die pseudohaft Liebesgaben geben. Ne da mislim, on ne misli na ovu lažnu ljubav koja postoji, da se lažno daje i obraća pažnju na nekoga. Damit sie gelobt werden. Da bi ih ljudi hvalili. Oder sie sich gut fühlen. Ili da bi se dobro oni osjećali. Sondern wenn Christus von Liebe spricht, meint er die ganze Liebe. Kada Hristos priča o ljubavi, on misli o čitavoj svoj ljubavi, potpunoj. Dass sich also die Person selbst in die Liebe hineinbegibt. Dass sie selbst zur Liebe wird. Da čovjek sam postane ljubav, sam po suštini. Und so verstehen wir nur das Evangelium richtig. Tako ćemo zaista razumjeti onda pravo ovo evanđelje. Sonst wäre es ja sehr einfach. Ich gebe den Armen ein bisschen und gehe an Kranken besuchen. Inače bi bilo jako jednostavno. Svako od nas pomalo bi mogao da da nekome nešto i sa time bi završili posao. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich zu dieser Liebe? Sad je pitanje kako da dostignem tu ljubav. Und plötzlich werden die anderen Dinge wichtig. I odjedanput su druge stvari mnogo važnije. Denn was hindert mich an der Liebe zum Nächsten, meiner Eigenliebe? Šta je to što me sprečava da delim ljubav sa nekim? To je moja sopstvena ljubav, koja je za mene samo. Wie kann ich also die Eigenliebe umformen in die Nächstenliebe? Kako mogu tu ljubav prema sebi da formulišem i dokanem prema drugome? Indem ich faste, zum Beispiel. To je, na primjer, kada jednim primjerom, to je postom. So wie wir es jetzt die nächsten 50 Tage, fast 50 Tage tun. Kao što ćemo mi sada, ako Bog da, u sljedećih 50 dana činiti. Wir fasten in Speisen. Mi postimo, odričemo se hrane. Wir fasten mit Vergnügungen. Postimo od telesnih zadovoljenja. Die Ehepaare fasten im Ehebett.
bračni parovi poste tako što nemaju zajedničku postelju. Das ist ein großer Kampf. To je velika borba. Aber er führt mich zur Freiheit. Ali to me vodi ka slobodi. Und Freiheit bedeutet, ich schaue mir auf den Nächsten. A sloboda znači kada mogu i da gledam na drugoga. Jetzt stelle ich fest, der Kampf ist schwer. Sad zamislite, borba jedanput postaje teška. Ich falle. Ja padnem. Also was brauche ich? Šta mi onda treba? Die Umkehr, die Beichte. To je pokajanje i ispovest. Ohne das wird es nicht gelingen. Bez toga ne bi uspelo. Und trotzdem auch wiederum merke ich, ich bin zu schwach. Ali ipak primećujem da kroz to uvijek postajem slab. Ich brauche Kraft. Treba mi pomoć. Und die Kraft ist Christus. A pomoć je Hristos. Also werde ich beten. Znači, tada ću se moliti. Und mit dem Segen des geistlichen Vaters zur heiligen Kommunion gehen. I onda uz blagoslov duhovnog oca, onda ću se pričestiti. Also ihr seht, ohne unsere orthodoxen religiösen Übungen werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Tako da vidite, bez tih naših pravoslavnih praksi koje imamo, nećemo dostići do cilja. Also, wenn der Herr diese lobt, znači, kada Gospod ove u Evanđelju danas hvali, für ihre guten Taten, za njihova dobra dela, steht hinter ihnen ihr orthodoxes Leben, i za njih stoji zapravo jedan pravoslavni život, ihr heiliges Leben, sveti život. Also, ihr versteht, dieses Evangelium ist wunderschön, aber auch leicht missverständlich. Und besonders vielleicht die modernen, ja, sogenannten liebenden Menschen nützen das Evangelium gerne, um zu sagen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. I današnji neki moderni ljudi bi mogli reći i iskoristiti ovo evanđelje da su oni na pravome putu. Ein zweites kommt hinzu. Die Liebe, von der wir gesprochen haben, hat als Ziel Christus. A druga stvar u ovome svemu jeste, kao što smo rekli, da je ljubav i cilj svemu ovome je Hristos. Wir haben gelernt, Gott ist die Liebe. Kao što smo naučili, Bog je ljubav. Und deswegen müssen wir mitbedenken, auch Gott ist die Wahrheit. Ali isto tako onda moramo da razmišljamo da je Bog istovremeno istina. Und so werden wir sehen, die Kirche ist sehr klug. I onda ćemo vidjeti da je crkva veoma premudra. Die ersten zwei Fastensonntage haben mit Aszese und Fasten im Evangelium oder im Fest wenig zu tun. Das Fasten spielt da keine Rolle. Crkva je veoma premudra, tome što prve dve nedelje evanđelske teme nisu, uopšte se ne govori o postu i molitvi, to jest o askezi. Sondern es ist der Sonntag der Orthodoxie und der Sonntag des heiligen Grigor Palama. Te prve dve nedelje su nedelja pravoslavlja i nedelja svetog Grigorija Palame. Der erste Sonntag zeigt es schon, es geht um die Wahrheit. Prva nedelja nam govori da je igra ulogu veliku istina. Und der Heilige des zweiten Sonntags, der Heilige Gregor Palama, steht auch wieder für die orthodoxe Wahrheit. A s druge strane, u druge nedelje sveti Grigorije Palama, koji isto tako govori istinu o pravoslavnoj veri. So sehen wir, dass zur Liebe die Wahrheit gehört. Tako što vidimo da sa ljubavlju je vezana istina. Also, auch wenn wir heute wieder hören, kommt zu mir, ihr guten Knechten. I kada danas to čujemo, dođe, priđite meni, dobra čada. Meint er, die zu ihm gehören in der Wahrheit? On misli na one koje njemu pripadaju u istini. Also sind orthodoxe. To jest, mislimo na pravoslavne. Alle, die zu Christus gehören wollen, die Wahrheit suchen und mit Gottes Gnade die Wahrheit finden. Svi koji Hrista vole, oni žele da traže istinu. Und die Wahrheit finden. I da nađu istinu. So wie Christus sagt, es gibt nur einen Weg, er ist der Weg. Kao što sam Hristos govori, samo jedan put postoji i on je taj put. Also die, er da ruft, sind die auf seinem Weg gegangen sind. I tada te koje poziva, on poziva one koji su išli njegovim putem. Alle anderen Wege führen in den Abgrund, in den ewigen Tod. Svi ostali putevi vode u večnu smrt. Denn wenn wir Christus anschauen, er hat die wahre Liebe vorgelebt. I kada Hrista pogledamo, vidjet ćemo da je on to istinsku ljubav već proživeo. Er, der Gottmensch, ging ans Kreuz für uns. On koji je Bogočovjek, on je došao i on uzneo se na krst. Er hat sein Leben für uns hingegeben. On je dao svoj život za nas.
Und warum? Zašto? Weil er uns liebt. Zato što nas voli. Also wenn wir das Evangelium richtig verstellen wollen, sehen wir zum einen, kada zapravo danas želimo istinski da sagledamo o evanđelje kao prvo ćemo vidjeti, dass die, die zu ihm gerufen werden und mit ihm gehen, die Orthodoxen sind. Da oni koji su pozvani danas da dođu k njemu i sa njim da idu, to su pravoslavni. Die in ihrem Leben ihr Leben hingegeben haben für den Nächsten. To su oni koji su u svom životu svoj život dali za bližnjega. Sowohl mit Zeit als auch mit materiellen Gütern. I sa svojim vremenom ili svojim materijalnim stvarima. Die, aber um das zu können, aszetisch gelebt haben. I oni koji su mogli isto tako da žive asketskim životom. Einer, der immer den Bauch voll hat, ist kein liebender Mensch. Onaj koji uvijek ima pun stomak nije jedan čovjek ljubavi. Einer, der immer nur an sich denkt, ist kein liebender Mensch. Onaj koji samo misli na sebe, on je čovjek koji samo sebe voli. Einer, der keine Zeit hat für die anderen, ist kein liebender Mensch. Onaj čovjek koji nema vremena za drugog, je čovjek koji voli samo sebe. Also wir Orthodoxen sollen so leben, wie Christus es uns gezeigt hat. Mi pravoslavni treba da živimo onako kako nam je Hristos pokazao. Dann werden wir auch hören, komm zu mir, du guter und treuer Knecht. I tada ćemo i mi čuti, dođi, priđi meni, verni, dobri slugo. Fortsetzung folgt am nächsten Sonntag. Nastavak, iduće nedelje.